Warte mal, ich gucke erstmal ganz kurz oben nach. Ich weiß, diese Unentschlossenheit. Jedes Mal ist der hier nur am Wursteln. Ich muss nämlich ganz kurz hier in die Kiste, also ans Grab. Wie praktisch, dass jedes Grab hier irgendwas drin hat. Willst du jetzt wirklich oben lang? Weil man, da geht's noch nicht rüber. Wir schauen erst mal ganz kurz unten. Wie schnell er auf einmal wieder hier ist. Ich beruhige dich. Was ist mit ihm? Irgendwie kommt mir... Da, hier waren wir schon. Ach, hier waren wir zum Anfang. Aber... Hier war noch was. Genau. Na ja, das Ding. Das ist ja der Magie. Okay. Können wir uns kurz schauen? Steht nichts drin, außer wenn man nicht... Runen haben wir jetzt keine weiteren bekommen. Das Schild ist alles noch tippitoppi. Rüstung. Hier haben wir auch noch... wir haben bloß die alten Rüstungen. Bloß Runen haben wir dafür auch nicht. Fertigkeiten. Kann ich mir hier schon Fertigkeiten auswählen? Nee. Fernkampf, Nahkampf, Schildkampf. Wie mache ich hier was? Axtverbesserung. Ach so, wir brauchen Axtverbesserung. Und hier können wir eigentlich schon was kaufen. Ragekampf. Wie mache ich das? Kaufen? Das? Ah, da muss ich gedrückt halten. Verstehe. Warte mal. Kann man? Nee. Das hebe ich mir auf. Das gucke ich mir später mal an, dass wir das irgendwie mal die Punkte ein bisschen verteilen können. Ja, darunter will ich jetzt nicht unbedingt, weil wir müssen oben wieder weiter. Also, komm her, kleiner Mann. Es geht weiter. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Mann. Hat die mal... Was war das? Odins Augen. Also sind hier irgendwo so eine unsichtbaren Krähen? Muss ich mal ein bisschen die Augen offen halten? Weil dann gibt es da bestimmt wieder eine Art Schatz oder so. Sie hören Tuisa, das sind die anderen Krähen da vorne, ne? Ja, müssen wir... Ja, warte... Ja, warte doch. Beruhige dich. Hier ist was umgekippt, hallo? Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Ja. Du hattest recht. Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Logan. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bikia, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Hm.
Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sieh! Das ist mein Wort. Okay. Verbesserungsmenü. Oh Gott. Axt. L3. Okay, und jetzt kann ich hier die Attribute auswählen. Stärke. L3. Okay. Können wir mal ein bisschen verbessern. Frostflammen. Stärke von 20. Gedrückt halten. Okay. Verbessert. Schließen. Nicht genug Ressourcen. Stufe 2. Finden Sie Frostflammen, um wieder zu verbessern. Okay. Verbessert. Jetzt könnte ich eigentlich mal... darf ich den Bogen? Brustrüstung. Waffenrock. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Vergleich. Abwehr. Stärke. Ja, das ist aber nicht gerade hier das Gelbe vom Ei, ne? Sieht zwar schick aus, wo eine Stärke minus 8, die Abwehr ein bisschen höher. Und das bringt mir hier gar nichts. Geh mal zurück. Atreus Rüstung. Was haben wir denn hier? Den weichen Stahl hätte ich eigentlich. Können wir mal einen Vergleich machen? Trauergewand. Atreus erinnert seine gefallene Mutter. Wirkt, wenn niemand. Okay, achso, das ist das, was ich schon anhabe. Mehr Schaden. Gegen deine Luft erleiden mehr Schaden. Wirkt dem mehr Schaden zu. Erhöht der Atreus. Gott. Was hast du vergessen? Sorry, wenn ich jetzt hier alles durchwurschtel. Du musst's nur sagen, Kleiner. Hier kann ich den Bogen ein bisschen verbessern. Hartsilber. Haben wir alles. Machen wir mal ein bisschen rein. Gut, den Bogen verbessert. Das müsste jetzt aber für heute auch reichen, ne? Gut, da brauche ich ja sowieso wieder ein paar Ressourcen. Kaufen, Artefakte. Hat der Artefakte? Hä? Ach so, die kann ich jetzt sozusagen alles verscherbeln. Gut, mehr brauche ich eigentlich nicht. Sieh danke. Nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! Ist dahinter noch Platz für mich? Oh. Wenn du nicht kaputt machst. Ey, ich hab Ausweichen gedrückt. Das ist doch nur dahin. Ich wollte die anderen da mal mitnehmen, ja? Ich werde von hinten geschossen. Ja, ja, das wirkt schon ganz gut. Funktioniert einwandfrei. Warte mal ganz kurz. Warte, ich muss mich drehen. Klatsch, klatsch. So, jetzt komme ich zu dir. Du musstest ein bisschen länger warten, tut mir leid. Sag mal, dein Vater ist gut im Töten. Wirst du das auch von ihm lernen? Ich weiß nicht. Dieser Weg. Führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr nochmal meine Waren sehen? Gerade nicht. Ich wollte mal ganz kurz hier gucken. Hier war das ganze Viehzeug, wo wir vorhin reingeworfen haben, ne? Aber, da ist noch was ich brauche. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, meine ich ja. Odins Augen. Sind da noch mehr? Weil die sind so... Ja, die sind schnell zu übersehen, deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt nur hier in diesem Kartenabteil verteilt sind oder im ganzen Spiel. Oder halt nur auf dem Berg. Oder sonst wo. Muss ich ab und zu mal nach einer Krähe hören, nicht, dass die hier total versteckt sind. Und ich dann gar nichts mehr finde. Da wollte ich ja nicht rein. Komm. Haben wir noch voll nett. Getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack nennen. Hey, undankbares Pack, komm hierher. Gefällt mir. Ein Vollhorst. Gut, dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen was ein.
Da hinten ist noch eine Kiste, ne? Die habe ich jetzt erst gesehen. Wir sind davon. Ach, hier, das war ja die Stelle, wo wir vorhin nicht kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Gott. Hier wollte ich ja vorhin hin. Habe ich alles eingesammelt. Und jetzt kann ich hier vorne auch eigentlich das Tor öffnen. So, jetzt haben wir den ganzen Bereich sozusagen einmal komplett erkundet. Wir sind wieder hier. Ja, ja. Das war ja mein Ziel, kleiner Fratz. Ich wollte ja, dass das Areal mal eröffnet ist, falls wir wieder hier hinkommen. Dass wir dann sozusagen alles erklimmen und erklettern können. So, wir gehen jetzt wieder zurück, gehen oben durch das große Tor. Lalalala, komm. Die Truhe haben wir. Hier können wir wieder rauf. Und jetzt gehen wir mal hier durch. Es kam jetzt noch kein großer Boss, ne? Ist bei God of War recht ungewohnt, weil so normalerweise immer irgendwas Riesiges kommt. So, den. Wunderbar. Hey, passt da drin gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht draufgehen. Merke ich mir. Schieb die ganze Schnatter vor. Wie viele? Was ist denn hier los? Guck dir das mal an. Irgendwie ich glaube, hier kommen wir durch. Ja, die Wand sieht ja auch sehr gesund aus. Hier lang. Okay, ich hoffe, das Ding klappt nicht wieder zu. Wäre jetzt extrem kacke. Kann man das noch ein Stück höher ziehen? Wieder nach unten. Warte da. Ah, Mist. Genau. Ey, du sollst an der Wand da landen. Warte mal, ich muss hier drüber. Komm mal. Komm, ich will dich da nur jetzt runterprügeln. So, auch noch mal. Was für ein Depp, ist einfach runtergefallen. So, kurz mal hier das hier Lumpen nochmal einsammeln. Ich wollte das Ding jetzt da nicht lösen. Ich weiß, es hätte vielleicht auch anders klappen können, aber... Atreus, komm her. Kann man auch so machen. So, ich müsste jetzt eigentlich irgendwie da hochschicken, oder? Du bist da hoch, mein Kleiner. Oder auch nicht. Ach so, warte mal ganz kurz. Jetzt, bist du durch? Ja, gut. Ah, geschickt gelöst. Das ist natürlich hier gefickt eingeschädelt, ne? So. Haben wir? Kann man da, glaube ich, nach oben drauf? Ist da noch irgendwas Schönes? Ich wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Glaub ich auch nicht. Ich lasse uns nicht sterben. Eins von drei Siegeln. Dahinter ist noch eins. Wie erwische ich dich denn am besten? Da ist er! Okay, so nicht. Ach so. Ah, hier haben wir jetzt wieder drei Runen. Ich prüfe mal ganz kurz, wo die andere ist. Wir sind, glaube ich, eh hier ganz kurz lang. Machen wir mal ganz kurz den. Habe ich jetzt vorhin gar nicht wirklich beachtet. Hier sehen wir keine. Oh, müssen... wir sind wieder hier. Ja, ja. Ich muss hier eine kleine Runde drehen, weil sonst verpassen wir hier wieder alles. Die war da oben hinter, oder? Oder ist hier unten irgendwas?
Auf jeden Fall. Da oben ist die. Wie komme ich denn da ran? Oder ist hier noch irgendwo eine? Ah, warte mal. Das Ding habe ich ja von ganz übersehen. Hier muss doch... Die ist da oben drüber. Kann ich da rüberspringen? Nee, rüberspringen ging ja nicht. War ja oben gewesen, ne? Warte mal, ich gucke nochmal nach. Hier lang. Da hinten ist die doch irgendwo. Dahinter, gucke. Da. Es bringt nichts, wenn du gegen die Wand schießt, mein Kleiner. Wie komme ich zum Teufel dahin? Ja komm, dreh dich doch mal ein bisschen schneller. Das geht nicht. Wie löse ich denn jetzt das Problem? Wie komme ich da ran? Spring rüber, bitte. Komm, du kannst ja jetzt schon springen. Du müsstest das Ding doch locker erwischen können. Da ist er. Ich krieg das Ding noch nicht. Ich hätte es eigentlich jetzt in der Theorie treffen müssen. In der Theorie. Versuch's mal hier durch. Hä? Die trifft doch. Was ist denn? Hallo? Spiel. Verarsch mich nicht. Oder muss ich hier einen bestimmten Punkt irgendwie gucken? Was ist da? Das habe ich ja vorhin eingesammelt. Hä? Verstehe ich nicht so. Zwei haben wir da noch übrig. An die eine komme ich nicht ran. Damn! Wenn man ein kleines bisschen überlegt, dann kriegt man das hin. Ohne. Achso, nee. Ja, legendär. Für. Sie haben eins von drei Hörner. Das erhöht die maximale Rage, die benötigt wird. Okay. Also haben wir jetzt so ein Rage-Ding jetzt bekommen. Jetzt haben wir einmal Leben und einmal Rage. Von jedem brauchen wir mal drei. Oh Gott, das wird noch zig Millionen Stück geben, denke ich mir mal. So. Kann ich hier? Ja, kann ich. So, klar, wir haben es geschafft. Rätsel gelöst. Papi ist nämlich der Intelligenteste hier. Auch wenn du besser lesen kannst. Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge.